Hallo und willkommen zum nächsten Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Diesmal geht es um UV-Unwrapping. Wir haben bereits in vorherigen Tutorials gelernt, was ist UV-Unwrapping und wie funktioniert es eigentlich im Hintergrund. Dazu verlinke ich euch den ersten Teil unseres UV-Unwrapping-Tutorials. Jetzt geht es uns darum, wie kriege ich diesen Charakter, der bereits eine Farbe hat, noch schöner. Natürlich, indem wir ihn anmalen oder richtige Materialien verwenden. Aktuell benutzen wir keine UV-Map, wir haben den ganzen einfach bloß bemalt, indem wir Materialien auf verschiedene Faces zugewiesen haben. In dem Falle möchte ich ihn ordentlich unwrappen. Ich will eine Bilddatei, bei dem der komplette Charakter aufgeblättert da liegt und dann bemalt werden kann mit dem Texture Paint Tab, den wir in Blender haben. Damit das Ganze funktioniert, müssen wir natürlich erstmal ein neues Material erstellen. Das bedeutet, wir gehen ins Shading rein. Dort haben wir unseren Charakter und unsere ganzen Materialien, die wir momentan zugewiesen haben. Am besten gehen wir in den Objektmodus und unlinken diese Materialien. Indem wir hier ein Material angelinkt haben, ist es allerdings nur eins von drei Slots, die wir gerade verwenden. Also gehen wir rechts ins Properties Panel und sehen, was passiert ist. Wir haben den einen von drei Slots geleert. Wir möchten aber alle rausbekommen. Erstellen ein neues Material und nennen das Base Texture. Dieses Material hat aktuell nur eine Base Color, das bedeutet, es hat nur diesen Principled BSDF Shader. Wir möchten aber fürs UV Unwrapping eine Textur, damit wir sehen, wie scharf ist eigentlich unser Unwrapping, haben wir Verzerrungen, haben wir Stretching, funktioniert es so, wie wir es machen und setzen wir unsere Seams richtig. Dazu gibt es eine Schachbretttextur bereits von Blender mitgeliefert. In unserer neuen Textur ist es wichtig, dass wir hier das Schild drücken. Das ist ein Fake-User, das bedeutet, auch wenn die Textur gerade nicht in Verwendung ist, wird beim nächsten Start von Blender diese Base-Texture nicht verworfen, sondern auch bei keinem zugewiesenen User ist sie sicher. Denkt dran, das Schild reinzumachen. Macht's einfach. Mit Add Texture, Image Texture können wir eine neue Textur erstellen in so einem kleinen Node hier und den verbinden mit der Base-Color. Aktuell haben wir hier noch keine Farbe in unserer Image, also wir haben hier kein Bild in unserem Image Texture Node, also erstellen wir ein neues und wir können von Blender generell schon mal einfärben lassen und zwar mit einem Schachbrettmuster. Der Generated Type gibt es an. Blank bedeutet leer, UV Grid ist dieses Schachbrettmuster und Color Grid ist ein farbiges Muster. In unserem Falle wollen wir das UV Grid. Hier, Tilt machen wir wieder raus, das habe ich versehentlich angeklickt und okay. Wir sehen jetzt schon, wie dieser Charakter gerade geunwrapped ist. Normalerweise ist dieses Schachbrettmuster absolut akkurat. Das heißt, jede von diesen schwarz-weißen Feldern ist gleich groß und haben durchgehend eine Farbveränderung wie so ein Regenbogen. Wichtig ist, das Ganze sollte gleichmäßig aussehen. Die Kacheln ungefähr gleich groß. Kein Stretching. Hier sieht man ganz stark, wie es sich verzieht. Um das zu beheben, schauen wir uns genauer an, wo wir unsere Schnitte setzen müssen, damit das Ganze auf der UV-Map ordentlich ausgebreitet ist. Als erstes schauen wir uns an, wie das Ganze in der UV-Map aussieht, indem wir in UV-Editing reingehen. Wir zoomen mal auf unseren Charakter. Dazu könnt ihr einfach im Objekt-Mode, Komma-Taste, fertig. Geht in den Edit-Modus und markiert alles. Auf der linken Seite seht ihr euer UV-Grid im Hintergrund. Das hier, dieses Grid mit unserem Schachbrettmuster und da drauf das, wie unser Mesh hier ausgebreitet ist. Das ist eine absolute Vollkatastrophe. Um das einfach zu lösen, müssen wir uns ins Gedächtnis rufen, wie das Ganze funktioniert. Er nimmt gerade jedes von diesen Objekten und versucht es irgendwie flach auszubreiten, wie so eine Orange, wie ich es in den vorherigen Teilen erklärt habe. Das Problem ist, er kann es nirgendwo öffnen, denn die Meshes sind geschlossen, wir haben noch keine Seams gesetzt. Wo fangen wir an? Es ist völlig egal, wo wir anfangen, aber immer nur ein zusammenhängendes Mesh zur gleichen Zeit. Das bedeutet, wir fangen zum Beispiel beim Kopf an. Zeigt auf den Kopf mit L und ihr habt das komplette zusammenhängende Mesh markiert. Damit ihr es euch einfacher macht, einfach Shift-H drücken und ihr blendet den Rest des Meshs aus. Jetzt schauen wir uns den Kopf genauer an und wo wir Seams setzen können, so dass sie schön versteckt sind. Denn da, wo Seams geschnitten sind, wird die Textur nicht mehr sauber zusammenkommen und es wird eine sichtbare Kante entstehen. Darum versuchen wir immer, solche Kanten nicht sichtbar zu setzen. Der Unwrap einer Kugel ist selten eine schöne Angelegenheit. Wir versuchen es trotzdem.
Klassischerweise sollten wir uns immer vorstellen, wie sehen wir den Charakter? Ist es eine Third-Person-View? Sehen wir ihn die ganze Zeit von hinten? Oder ist das vielleicht für einen Film und wir sehen eigentlich alle Bereiche von diesem Charakter hauptsächlich? Oder ist es eher so, dass wir in der Ego-Perspektive spielen und es wird ein NPC, den wir hauptsächlich von vorne sehen, wenn wir ihn konfrontieren oder wenn wir mit ihm sprechen? Das ist überlegenswert. Wo setzt ihr eure Seams? Wo soll das Gesicht perfekt sein? Oder habt ihr ihn vielleicht auf einer Distanz, wo es absolut überhaupt keine Rolle spielt, weil man diese kleinen Details nicht sehen wird? Es wird nicht maßgeblich sein, wir können viel wieder retuschieren, aber eine ordentliche UV-Map ist wirklich Gold wert, später bei der Bemalung. Wichtig ist, dass wir die Bereiche, die stark gewölbt sind, auslassen. Besonders die, die man nahezu niemals sieht. Zum Beispiel den unteren Bereich, wo der Hals ansetzt. Da können wir bis hier hochgehen, das wird kaum sichtbar sein. Entweder von hinten oder von vorne einmal kurz gucken, wie das Ganze aussehen wird und dann ein Seam setzen mit Rechtsklick Mark Seam. Ich habe ihn mir auf eine Maustaste gelegt, von daher werde ich ab sofort nur noch die Maustaste drücken, um den Seam zu setzen. Den oberen Bereich, ganz abhängig davon, wie eure Textur aussehen wird. Vielleicht setzt ihr oben noch einen Hut drauf oder irgendetwas anderes beim Roboter, vielleicht kein Hut, okay. Gut, ihr setzt vielleicht irgendetwas da drauf, eine Antenne, irgendeine spezielle Art von Textur. Da oben ist es vielleicht komplett verrostet, man sieht besondere Seams nicht, ihr zeichnet dort keine feinen Gesichtszüge. Wenn es geht, setzt hier oben noch einen, denn das lässt das ganze Ding wirklich viel besser unwrappen. Eine Alternative ist jetzt noch dieser Side Loop, den können wir noch nehmen. Ich würde ihn nicht in der Mitte des Gesichts empfehlen, wenn ihr ihn hauptsächlich von vorne seht. Dann setzt ruhig den Loop Cut hinten. Oder wenn die Textur hinten wirklich überhaupt nicht erkennen lässt, dass hier ein Seam ist, der erleichtert euch wirklich einiges. Allein hier schon mit einem Unwrap View, Unwrap und hier auf den Texture Mode sehen wir, dass sich unser Mesh gar nicht mal so schlecht anstellt, um bei dem Versuch, diese Textur wieder anzunehmen. Wir haben hier natürlich etwas größere Bereiche, größere Flächen. Unten werden sie etwas kleiner. Hier habe ich eine Art Stretching. Das können wir uns auch darstellen lassen. Hier alles markieren. Dann sehen wir es hier auf unserer Map. Die können wir auch markieren. Und hier haben wir auch noch eine Möglichkeit der Darstellung, den Pfeil nach unten, Display Stretch. Die hellen Bereiche sind gestretchte Geometrie. Dort verzieht sich das Ganze etwas. Die dunkelblauen sind völlig in Ordnung. Das Ganze kann bis in die Extreme gehen und dann verfärbt es sich ganz schnell hell. Wir können dem Stretching auch noch ein bisschen entgegenwirken oder es zumindest etwas versuchen auszugleichen. Wir markieren einen Punkt und gehen ins Proportional Editing. Dort mit G können wir ja einen Vertex verändern hier. Auch in diesem Falle können wir ihn verschieben und wir können den Radius mit dem Scrollrad höher und kleiner machen. In dem Falle, wenn wir ihn verziehen, verändert sich beim Stretching auch die Farbe und umso greller es wird, umso schlechter ist das, was wir gerade anstellen. In meinem Falle ist es schon fast in Ordnung. Was ich noch machen möchte, ist den Loop Cut, der nach unten geht. Das ist der hier. Der nimmt wirklich extrem viel Spannung von diesem Kopf, wenn wir ihn ungefähr bis hierher ziehen. Wenn wir hier irgendwelche aufwendigen Gesichtsbemalungen machen, dann wird es da oben nicht besonders stören. Hier noch einen setzen. Falls er euch dann zu symmetrisch oder zu leicht erkennbar in der Mitte ist, könnt ihr auch zwei seitlich setzen. Das kann das Ganze auch noch ein bisschen entspannen. Versuchen wir mal zwei seitliche. In dem Falle zum Beispiel von hier nach hier. Dann einmal den Loop Cut setzen und wenn ihr das Ganze spiegeln möchtet, um nicht zu gucken, wo ist der richtige, auf der Gegenseite Steuerung Shift und dann M für Mirror und ihr habt den gespiegelte Vertex markiert oder Edge und dann nochmal Loop Cut, also beziehungsweise Mark Seam, alles auswählen, U, Unwrap und ihr habt eine etwas weniger gestretchte Geometrie. Sie entspannt sich jetzt hier noch ein Stück. Hier seht ihr natürlich eine klassische Auswirkung vom Seam. Hier wird die Textur nicht mehr an der gleichen Stelle zusammenfinden. Liegt an diesem Schnitt hier, den wir gesetzt haben. Es gibt keine richtige oder falsche Art von Seam-Setzen. Wichtig ist einmal, passt das für euch und für euren Einsatzzweck? Sind die ordentlichen und gut proportionierten Felder dort, wo ihr sie häufig sehen werdet, oder sind sie an Stellen, die etwas besser versteckt sind? Habt ihr wirklich immer einen richtigen Blick auf euren Charakter oder seht ihr ihn manchmal von der Seite, aber hauptsächlich von hinten? Entscheidet selber, was bei euch am besten ist. Ich zeige euch nachher noch ein Beispiel, wie man noch besser seine Geometrie etwas verstecken kann, seine Seams. Bei diesem Gesicht haben wir allerdings auch einen Extremfall, denn es ist überall glatt.
Normalerweise hat man ja bei den Augenhöhlen noch ein paar Eingänge, man hat hier noch ein paar Falten, dort noch ein paar überhängende Sachen, eine Nase schaut raus und so weiter. Da können wir viele Loopcuts setzen, wo sie einfach nicht sichtbar sind. Bei einer komplett glatten Eiform wie hier ist es natürlich schwierig, irgendetwas zu verstecken. Da kommt es dann einfach auf den Blickwinkel an. Der Kopf ist so in Ordnung. Wir schauen uns jetzt den Rest an. Mit Alt-H könnt ihr euch den restlichen Körper wieder einblenden. Hier einfach wieder Shift-H drücken, um den Rest auszublenden. Unser Arm wird zu 90% unten nicht betrachtet. Wir sehen ihn von der Seite, wir sehen ihn von hinten in der Third-Person-View und vorne sehen wir ihn auch manchmal, aber unten sehen wir ihn nahezu gar nicht. Zudem haben wir natürlich Ansatzflächen, an denen das nächste Gelenk angesetzt ist. In dem Bereich hier, das ist der hier, haben wir absolut keinen Sichtpunkt. Dort wird nicht ersichtlich sein, dass wir hier einen Seam gesetzt haben. Hier können wir den sogar noch etwas ausweiten. Was mir wichtig ist, dass ihr immer versucht, den schnellsten Weg zu benutzen. In dem Falle wäre es dann die Steuerungstaste. Das heißt, ihr setzt mit der Steuerungstaste an einem weit entfernten Punkt an und er nimmt sich den Shortest Path. Also Steuerungstaste drücken und er markiert im Edge Select Mode einfach alles, was auf dieser Strecke der kürzeste Part sein wird. Einmal den 7 setzen. Er wird ihn so ausblättern, dass er hier öffnet. Das hier wird er flach ausbreiten und das war es dann auch schon fast. Hier oben möchte ich nicht zusätzlich einen 7 setzen, um das Stretching zu verändern, da wir das Problem haben, dass diese Kante hier sehr gut sichtbar ist. Das machen wir lieber an den Innenseiten. Hier noch zwei Stück setzen und ebenfalls unten. Machen wir hier an der Kante und an der Kante noch einen 7 rein. Alles markieren. Unwrap. Das sieht auch schon gar nicht schlecht aus. Wenn wir unser Objekt hier betrachten, haben wir schöne, gleichmäßige Flächen. Hier haben wir ein kleines bisschen Stretching. Das kommt einfach davon, dass er sich hier zusammenzerrt. Wenn euch das dennoch zu viel ist, könnt ihr an diesen Kanten noch ansetzen und die hier zum Beispiel noch setzen. Mit Unwrap habt ihr jetzt noch ein etwas gleichmäßigeres Texturmuster an der Stelle, ist aber gar nicht nötig. Bedenkt immer, dieser Charakter wird am Ende ein Gesamtbild ergeben. Diese kleinen Details fallen lang nicht so auf, wie ihr es vielleicht momentan denkt. Ich kann euch in einem anderen Tutorial, vielleicht beim Deep Dive, mal ein paar Beispiele aus Skyrim zeigen. Die sind absolute Katastrophe. Da sind die Seams so unfassbar gigantisch. Ihr könnt euch das Ingame ungefähr auf einen Meter Länge vorstellen, bei dem eine Holztextur nicht mal annähernd zusammenpasst. Und das sind Bereiche, die sehr gut zu sehen sind im Spiel. Und kein Mensch fällt es wirklich auf. Das Hirn blendet sehr, sehr vieles auf. Aber dennoch sollten wir darauf achten, dass es gut aussieht. Das war's auch schon. Das war die Kunst an diesem Stück und das könnt ihr auf alle anderen dieser Gelenke und dieser Arme und Beine anwenden. Bei so einer Kugel können wir uns noch ein bisschen mehr Liebe gönnen. Wichtig ist, auch hier haben wir einen Bereich, der fast nie sichtbar ist und das ist der untere. Wir gucken uns erstmal an, was der sichtbare Bereich ist. Dazu können wir sie auch eingeblendet lassen, damit wir es etwas besser sehen. Hier oben wird, besonders wenn der Arm sich nach unten beugt, weil die Kugel mit dem Armgelenk verbunden ist, also das Gelenk hier wird rotieren, nach unten wird das hier ein sehr sichtbarer Bereich. In dem Falle empfehle ich, dass ihr hier einen Loopcut setzt, damit hier oben keine Schnitte sind, da wo ihr ihn am meisten sehen werdet. Einen Loopcut setzen und an der Unterseite ebenfalls, die sieht man nahezu überhaupt nicht, also hier auch einen Loopcut setzen und dann alles markieren, Shift-H und die Innenseite zum Schneiden benutzen. Von hier nach hier unten. Ihr könnt das Ganze noch etwas erweitern. Wenn ihr sagt, gut, dieser Bereich ist so unsichtbar, dann nehmen wir noch etwas Fläche weg, nochmal hier schneiden, alles markieren, Unwrap. Wendet das auf alle Kugeln an und wir widmen uns jetzt der Hand. Bei der Hand haben wir Seitenkanten. Diese Seitenkanten sind absolut schlecht zu erkennen für den Spieler und die gehen eben, besonders wenn wir hier in den Wireframe gehen, oder in den Flat-Modus. Versucht auch einfach mal ein bisschen mit den Loop-Cuts zu spielen, also dass ihr den kompletten Loop markiert, dann hier ein Stück weiter geht und einfach guckt, wie diese Kante entlang läuft. Genau so ungefähr. Ein Stück zurück und ihn hinten wieder verbinden. Ihr markiert hier und zieht ihn komplett durch. Dann bis zu diesem Daumen
Stück nach vorne und wieder nach innen. Dann habt ihr mal die Innenkante schon mal fertig. Stellt euch immer vor, dass ihr das Ganze schneiden werdet. Das bedeutet, er muss es aufblättern. In dem Falle sollten wir den oberen Bereich hier nochmal entlang gehen und einmal nach unten schneiden. Das Ganze wird dann als einzelner Bereich ausgeschnitten. Stellt euch das vor wie ein Handschuh, der zusammengeschnitten wird. Ihr könnt euch auch gerne anschauen, wie ein Handschuh bei euch zusammengenäht wurde. Ungefähr so ist das ganz gut vergleichbar. Am Ende muss es sich auf jeden Fall ausklappen lassen. Damit wir den Bereich hier ausklappen können, muss der ein bisschen kleiner sein. Darum empfehle ich, hier etwas auszusparen, ungefähr so. Denn sonst würde diese Lasche nach oben klappen und hier anecken. So ist es ganz gut. Der hier kann sich ausbreiten, der obere kann sich ausbreiten. Hier können wir zur Seite und da, wo noch eine Kante ist, können wir noch ein paar Cuts setzen, damit er sich hier noch ein bisschen zur Seite dehnen kann. Das sollte soweit ganz gut funktionieren. Können hier noch einen setzen, damit er dort noch zur Seite spreizen kann. Können ihn aber auch weglassen. Wir probieren es erstmal aus. Hier müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was vom Stretch wegnehmen. Auch hier seitlich muss er aufschneiden. Das Ganze ist dennoch fast wie eine Box. Und damit Seam setzen, alles markieren, U, Unwrap. Zurück in den Texture Mode. Und wir sehen, wir haben eine Textur, die absolut perfekt ist. Wir haben keinerlei Stretching. Es ist nahezu vollständig nachvollziehbar, wo die Kanten entlang laufen. Hier an der Spitze können wir noch ein bisschen nachsetzen. In dem Falle könnten wir hier noch einen setzen, nochmal versuchen, alles markieren, U, Unwrap. Und wir haben auch hier das Stretching verhindert. Die Hand ist somit fertig. Mit Alt-H wieder den Rest einblenden. Und jetzt fehlt nur noch der Fuß. Und danach wäre euer Charakter komplett angewrappt, wenn ihr das überall durchzieht, bis auf den Torso. Den Torso, da zeige ich euch noch ein paar schöne Beispiele, wie wir Seams verstecken können und wo der Unterschied dabei ist. Wenn wir zum Fuß kommen, können wir hier den oberen Loop Cut verwenden. Das heißt, wir nehmen den, den und den Bereich. Den unten, der hier rausspitzelt, auch noch. Setzen schon mal einen Seam, damit wir wissen, wie das Ganze ausschaut. Blenden wieder mit Shift-H den Rest aus, schauen, ob der durchgezogen ist. Das ist in Ordnung. Jetzt gucken wir uns an, wie wir diesen Fuß eigentlich sehen. Einmal die Unterseite, die können wir komplett abschneiden. Die braucht keiner zu sehen oder wenn, dann nur ganz selten. Wir nehmen den unteren Bereich, in dem Fall hier. So, an der Seite entlang und noch die Spitze. Dann haben wir auch schon mal die Fußsohle weg. Und um den Bereich aufzuklappen, sollten wir hinten einen Cut setzen. Gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Unwrap. Er hat jetzt hier ein Stretching vorne an der Fußspitze. Das ist natürlich klar, weil er hier eine Wölbung hat. Wir können hier noch zwei Seams setzen. Das könnte ihm noch helfen. U, Unwrap. Das hat schon geholfen. Wir haben hier jetzt einen dunkleren Bereich als vorher, im Vergleich zu vorher. Und wenn wir uns das anschauen, es ist in Ordnung. Ihr könnt mehr Seams setzen, wenn ihr möchtet. Ich bin eigentlich schon ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Falls ihr mehr möchtet, macht mehr Seams, probiert damit rum. Unser Charakter ist soweit im Vergleich ganz gut. Vorher, nachher, ein kleines Extrembeispiel, aber ist in Ordnung. Schauen wir uns jetzt den Torso an mit Shift-H. Als erstes möchte ich euch jetzt verschiedene Beispiele zeigen, wie man ihn unwrappen könnte. Erstes Beispiel, wir schneiden an der oberen Schulterkante entlang. Unter der Achselhöhle schneiden wir einmal erst seitlich ein T rein. Dann geht es an dieser Seitenlinie entlang, wo meistens der Arm davor hängt. Dann achtet man nicht besonders drauf. Der Brustbereich ist gleichmäßig texturiert. Wir haben gleichmäßige Kacheln. Wir haben kein großes Stretching. Unten haben wir den Bereich zweimal eingeschnitten. Dieser seitliche Loop Cut geht über den gesamten Körper. Das ist der hier. Und hier bei dieser Wölbung einmal noch zum Öffnen aufgeschnitten. Der Nachteil ist, der Rücken ist natürlich stark gezerrt. Also wir haben hier sehr kleine und hier etwas größere Flächen. Das lässt sich verhindern, indem wir hinten nochmal durch den Rücken quer nochmal einen Cut machen. Das ist in diesem Beispiel ganz gut. Und dadurch haben wir im Grunde das gleiche Ergebnis, bloß sind diese Kacheln gleich groß. Wenn wir den vorderen Bereich anschauen, dann haben wir vorne auch kein Stretching und der Hals ist wie bei dem davor einmal als großer Loop Cut außenrum gesiemt und hinten geöffnet, damit wir den flach ausbreiten können.
Wir haben jetzt hier eine sehr viel feinere Textur. Das liegt nicht daran, dass das irgendwie eine andere Skalierung ist, sondern wir haben ihn mehrfach geschnitten. Dadurch breitet sich unsere UV stärker aus. Sie kann mehr Pixel mitnehmen von unserer 1024 auf 1024er Map und haben dadurch ein feineres Texturbild. Das bedeutet natürlich auch, dass ihr weniger große Texturen braucht, um das gleiche Ergebnis bei eurem Charakter zu erzielen. Das bedeutet, eine sehr gute UV-Map kann euch tatsächlich kleinere Texturen ermöglichen und somit wird euer Spiel kleiner und schneller. Ihr habt hier mehr Cuts, das heißt, der Rückenbereich ist ebenfalls einmal geteilt, diesmal ist aber der Brustbereich zusätzlich noch geteilt und der untere Bereich ist komplett ausgeschnitten. Die letzte Möglichkeit wäre jetzt besonders für eine Third-Person-Ansicht gut geeignet, denn wir haben hier nahezu keine Cuts auf der Rückseite, weder am Nacken noch hinten im Rücken noch weiter unten. Das ist komplett dafür ausgelegt, dass man den Charakter von hinten betrachtet und von vorne. Dieser Fall eignet sich besonders für ein Computerspiel, weil wir von hinten viel sehen bei einer Third-Person und bei einem NPC, den wir von vorne sehen, haben wir auch eine glatte Fronttextur. Beachtet aber immer, wir haben jetzt hier einen Roboter. Bei einem echten menschlichen Charakter würde das Ganze nochmal anders aussehen, denn wie oft hat der wirklich einen komplett nackten Oberkörper? Ich kenne das Thema eures Spiels nicht, aber meistens haben die Kleidung an und die wiederum verdeckt natürlich den größten Teil unseres Oberkörpers. Das wäre aber jetzt ein Beispiel, wie wir einen Spielecharakter relativ sauber mit sehr, sehr viel Texturtiefe unwrappen können. Wenn ihr dem Tutorial soweit noch gefolgt habt und noch nicht ganz die Nase voll habt, dann habt ihr es wahrscheinlich geschafft, dass der Charakter ungefähr so aussieht. Wenn ihr alles markiert, dann solltet ihr nach einem erneuten UV-Unwrap, während ihr alles markiert habt, alles auf einer UV-Map haben. Wichtig ist, dass sich die Dinge nicht überlappen. Wenn ihr alles markiert und unwrappt, wird sich hier nichts überlappen. Solltet ihr dennoch etwas verschoben haben, achtet darauf. Ihr könnt die Dinge platzieren, wo immer ihr möchtet. Schaut, dass ihr möglichst wenig freie Fläche habt, denn die Sachen, die ihr hier noch seht an Textur, sind später ungenutzt und können nicht verwendet werden. Nur was von euren Flächen abgedeckt ist, ist aktuell auch Textur, die später dann im Spiel auch verwendet werden kann. Beachtet zudem, es gibt ein neues Tutorial, das kommt als nächstes und dort erkläre ich euch, wie man seine UV-Map auf der linken Seite anders anordnen kann, um sie für die Bemalung besser einzurichten. Zeigt mir gerne auf unserem Discord, der Link ist in der Beschreibung, eure UV-Map. Wie habt ihr angewrappt? Wie sieht es aus, wenn ihr euer Schachbrettmuster auf eurem Roboter habt? Postet eure Sachen und bei Problemen helfen wir jederzeit.